die Nummer rüber in den März und fangen quasi an. Jo. Schlafen. Okay, also, was ist jetzt für den März unser Plan? Wir hielten gerade rüber, im Februar war alles erledigt. Wir müssen Wolle zur Spinnerei bringen, was ja ihr, glaube ich, einmal vergessen habt. Aha, im letzten Stream. Ja. Ganz genau gesehen. Da gucke ich einmal ganz kurz rein und sehe schon, dass da irgendwie 8 Paletten Wolle rumstehen. Da dachte ich mir schon, da ist wieder was schiefgegangen. Oh, es regnet. Angenehm. Wir müssen... Ich mache die Tomaten. Du machst die Tomaten. Perfekt. Wie sieht der Hühnerstall aus? Erst einmal dabei sind gerade Hodenkobold und Fyrus. Einen wunderschönen Hallo. Oh, die Hühner könnten theoretisch auch wieder was zu futtern gebrauchen. Im Anhänger ist noch was drin an zu futtern. Ich hatte extra letztes Mal ein bisschen mehr. Ist jetzt dieser Anhänger der Klaas hier oder was? Ja. Genau. Check. Willst du das eben machen, Fyrus? Was genau? In dem Klaas-Anhänger hier ist Gerste drin. Den einmal die, damit die Hühner füttern. Das kriege ich hin. Perfekt. Check. Okay, dann schnappen wir uns jetzt den Deutz für den kleinsten Kram, den dicksten Trecker. Und brauchen, da hinten ist da der Autoloader und bringen jetzt mal eben Wolle rüber zur Spinnerei. Und dann sind wir aber eigentlich auch schon wieder fast fertig für diesen Monat, denn wir können nicht säen. Im März kann man wieder einiges sehen, aber unsere Felder sind alle schon bestellt. Ernten können wir noch nichts. Die Wiesen sind noch nicht erntebereit und ja, Raps und Weizen auch nicht. Deswegen haben wir im März jetzt recht wenig zu tun. Wird leider das reichen? Das reicht. So, dann düsen wir mal rüber. Ich mal eben mal gucken, wie die Spinnereien gerade laufen. Produktion. Gewächshäuser. Spinnerei. Ist Wolle drinne? 2700 und 3000. Also fast gleich. Das ist schon mal sehr gut. Die Kleidungs... Die Schneiderei hat auch immer noch genug Kleidung. 14.000 Liter. Alles im grünen Bereich. Und ja, unsere Ölpresse ist komplett leer. Ölmühle, sorry. Komplett leer gesaugt. Da müssen wir jetzt wieder Raps ernten. Wir haben sehr ordentlich Raps. Aber es muss halt erstmal wieder erntebereit sein. Soll ich Tomaten und so jetzt einfach verkaufen oder bis zum besten Monat alles sammeln? Ich schau mal gerade, aber ich glaube, die Preisschwankungen sind da nicht so extrem. Ich schau mal gerade rein bei den Preisen, aber ich würde fast sagen, einfach so verkaufen. Tomaten, Salat, Erdbeeren. Weil wir sind gerade im März, ne? Ja. März ist schon der beschissenste Monat überhaupt. Ja, fast. Ja, aber Salat ist wieder ziemlich gut. Erdbeeren sind... Okay, ja, hau einfach weg. Hau einfach weg, das passt. Gut, was soll ich noch machen? Ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwelche Aufgaben haben gerade. Wir dürfen nichts mehr haben. Ich glaube, du hast frei. Ging sehr schnell. Ja, du könntest doch Paletten, aber ich habe den Paletten-Autoloader. Kannst du das auch nicht machen? Nee, du hast schon frei. Aber... Wir machen noch einen Auftrag. Nee, wir wollen nur... Auftrag dauert wieder zu lange. Ah, okay. Wir machen hier nur eben ein paar Kleinigkeiten noch mit Paletten aus dem Weg räumen, dass die neu spawnen können nächsten Monat und dann sind wir auch schon fertig mit März und können wieder in April jeden. Und da gibt es dann vielleicht wieder Arbeit. Schauen wir ganz kurz rein, was sagt der Kalender? April... Ja, ne, hier haben wir auch keine Arbeit. Also bis auf die Routine arbeiten. Gras mähen, müssen gar nicht stehen. Stimmt, ja doch, ja, stimmt. Ich glaube, ne, weil jetzt dürfte Gras erntefertig sein, aber eine Stufe mehr geht ja noch, genau. Stimmt, im nächsten Monat können wir Rasen mähen. Aufgeloadet. 5200 Liter haben wir dabei. Die Hälfte sind 2,6. In der einen Spinnerei waren 300 Liter mehr drin. Das heißt, am besten 2,9 in die eine und 2,3 in die andere. Aber ob wir das so hinkriegen, fragwürdig. Lädt der eigentlich auch so ab mit Spanngurten? Ja. Ja, okay, vom Prinzip her, dass das die richtige Spinnerei war, war es sogar perfekt. Hier sind 5000 jetzt drin. 5000, 2000. Ah, fuck. Ne, hier muss noch ein bisschen mehr rein. Noch ein bisschen mehr. Wäre schön, wenn man sich darum gar nicht so dick den Kopf machen würde. Das Ding ist, dass wir jeden Monat so fast genauso viel produzieren, wie wir verbrauchen. Und dadurch kann es sein... Sollen wir das ein bisschen zu ungleich aufteilen? Eine Spinnerei leer läuft. So. Ja, so müsste es jetzt eigentlich. Ich guck gleich mal drauf. Wir sind jetzt 5 drin. Okay, so mal schauen, wie geschickt ich jetzt war. Eigentlich. Wie viel haben wir da? 3. 2,5? 5,3 und 5,5, also 200 Liter. Okay. Ja, gut, fast. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, nur auf Hodenkobold warten, dass er genau die ganzen Tomaten und Erdbeeren verkauft. Oh, da sind wir auch schon durch. Baut eine BGA. Erbsenesse? Erbsen eine See? Was ist ein BGA? Könnte man machen, aber lohnt sich eigentlich. Was ist denn eine BGA? Biogasanlage, wo ihr immer Silage bringt.
Ja, nee. Also wir hatten ja mal Zeiten, wo wir sehr viel Silage gemacht haben. Aber mittlerweile haben wir auch nur noch so kleine Wiesen. Ein Teil vom Gras brauchen wir noch für die Schafe. Also da kommt nicht genug rum, dass sich das noch lohnen würde jetzt. Hier ist noch ein Platz frei. Bei der Ölmühle dürfte ja auch genug frei sein, weil da kommt ja gar nichts mehr. Das heißt, wir wären auch dann schon wieder jetzt im März fertig und ballern rüber in den April. Und dann muss ich auch langsam mein Geld... Oh, stimmt, ich habe vergessen, jetzt im März die Angebote auszuchecken. Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe das im Februar gemacht. Das habe ich vergessen. Ich muss mir mal anschauen, was Marvin gekauft hat. Der hat ja irgendwelche neuen Geräte gekauft. Seemaschinen. Und normale. Die, das hier, ne? Das Teil hier, oder? Amazone Zitan 5001 oder so. Das ist die normale Seemaschine. Das ist die normale Seemaschine. Und was ist das hier? Ah, das ist die Einzelsaatmaschine, oder wie? Wenn du das Rote daneben meinst, dann ja. Ja. Und die kann aber auch düngen gleichzeitig noch. Das ist die andere. Beide auch. Gleichzeitig noch düngen. Okay, Saatgut und Düngen. Aber der Nachteil bei den Dingern, das sind keine Direktsaatmaschinen. Das heißt, wir müssen noch einen neuen Gruber kaufen. Genau. Da würde ich eine Scheibenhecke eher kaufen, weil die ist billiger und hat auch eine ordentliche Arbeitsbreite. Okay, aber der Effekt ist ja bei beiden gleich, oder? Das Endprodukt ist bei beiden gleich. Okay. Dann schaue ich mal gerade rein. Also es gibt keine Objekte bei den Gebrauchmaschinen, bei den Angeboten. Das sehe ich, glaube ich, zum allerersten Mal, dass es keine Angebote gab. Ich schaue mal gerade rein, wie breit denn jetzt unsere Kollegen hier sind. Was haben wir? Arbeitsbreite von 9 Meter und Arbeitsbreite von 15 Meter. Okay, und du meintest jetzt am besten eine Scheibenegge. Und ich dachte da an die Pöttinger. An die Pöttinger. Hier für 90.000 wahrscheinlich, ne? Genau. Mit 10 Meter haben wir noch 12. Aber da braucht man zu viel PS. Die braucht 615 PS. Absolut nicht. Okay, 350 PS hat unser, müsste unser Deutsch mindestens hinkriegen. Der John Deere ist größer sogar. Der John Deere ist größer? Ja, der John Deere ist ein Großtraktor, der Deutsch. Ah, stimmt, ja. Mit drei, hat aber auch nur 332 PS. Führers, kannst du den John Deere einmal räumen und vielleicht den Deutsch nehmen stattdessen? Ja, ich pack den mal. Ah, ja, wenn du nur einparken musst, dann mach das eben. Ich habe jetzt auch euren Vorrat aufgebraucht. Okay, also Gerste ist leer. Ich glaube, wir hatten aber noch irgendwie 6000 Liter so aus dem Bahnhof, ne, genau. Ja, beim Bahnhof ist noch was. So, ist frei. So, der hier hat 250 PS, der Deutz. Also der John Deere ist tatsächlich um einiges stärker. Dann fahren wir damit mal eben zur Werkstatt und schauen mal, was das Aufrüsten kostet. Aber ich nehme an, wir werden weder um das Aufrüsten noch um das Grubberkaufen herumkommen. Hattet ihr die alte Saatmaschine, die Direktsaatmaschine schon verkauft? Ja, ne? Ja. Okay, dann kommen wir da nicht drum rum. Mal schauen, wie teuer das wird. 350 PS müssten wir eigentlich hinbekommen mit unserem John Deere. Also einmal kann ich sehr empfehlen, wollte ich auch gerade selber noch machen eigentlich. Aimboost Honigmelone, gerade frisch rausgekommen. Außerdem, mega geil, Aimboost Himbeer Vanille ist mein Lieblings-Aimboost. Und natürlich der mega nice Aimboost Kaktusfeige, Muchacho Army Edition. Das ist unsere Version. Das sind so die drei, die ich ziemlich geil finde. Wobei ich muss sagen, Pfirsich ist auch, also Pfirsich-Eistee ist auch ziemlich geil, wenn du auf Pfirsich-Eistee stehst. Konfigurieren den John Deere. Verkaufen bitte. Motor aus, was? Nicht verkaufen, ja, das ist mir vielleicht schon ein, zwei Mal passiert. Okay, was ist Maximum? Maximum ist 388 PS. Das würde uns 40.000 nochmal kosten. Auf 350 PS kostet uns 23.000. Ja, ich überlege sogar, ob wir 370 PS machen, einfach weil wir es können. Komm, einfach weil wir es können. Einfach weil wir es können, gönnen wir uns mal hier 34.000 für 373 PS. Nice! Oh fuck. So, okay. Jetzt passt wieder alles. Ich verkaufe, der John Deere gehört auch uns. Diesmal ausnahmsweise keine Scheiße gebaut. Und ja, da kann ich eigentlich jetzt auch schon die Scheibenegge kaufen und direkt mitnehmen. Brauchen tun wir sie zwar noch. Wobei eigentlich würde es ja Sinn machen zu warten bis nächsten Monat, weil vielleicht ist ja eine Scheibenegge im Angebot. Dann warten wir noch bis nächsten Monat. Da können wir ja möglicherweise nochmal die ein oder anderen Tausender sparen. Ich habe gesehen, wir haben schon ziemlich viele Klamottenkisten auf dem Hof stehen. War das nicht April? Ja, schau mal eben einfach rein. Also es war April Mai. Oder Mai. Mai. Kleidung ist Mai. Genau. Also nächsten Monat. Aber zum Mai kommen wir auch gut zugute. Werde schon am Mähen? Wollte jetzt gerade anfangen mit Mähen. Okay, Mähen und Ballenpressen müssen wir. Wir müssen aber beim Ballenpressen auch an die Schafe denken. Das heißt, wir müssen auch ein paar 180 cm dicke machen. Keine Feld würde ich wieder komplett die Lage machen, also das ist ja vorne direkt beim Hof. Ja. Wobei, eigentlich ist das so umständlich. Man könnte auch eigentlich das kleine Ding komplett nur große Ballen machen für die Schafe und das andere dann komplett Silage. Mach einfach Kurzzeitschnellangebote, die Zeit schneller machen, okay. Da müsste man halt aber wieder die Grasballen so weit transportieren, statt aneinander vorbei. Haben wir noch einen Autoloader, oder? Ja doch, wir haben einen Ballen-Autoloader. Eigentlich müsste es gehen. Da muss ich eben als Admin einloggen. Der Deutz hat leider kein GPS, aber ich könnte den John Deere geben. Das wäre toll. Der ist sofort wieder da. So, wir haben eine Mod am, am John Deere dran. Dieses Teil hier vorne, dieser hier, das ist eine Mod. Und dadurch können wir gleichzeitig den Frontlader haben und aber auch noch vorne
was ankuppeln. Deswegen kannst du jetzt das Mähwerk da dran packen und gleichzeitig den Fortbauer dran lassen. Lieblingsanime und Charakter. Oh, 6 Pakete Klamotten haben wir da wieder stehen. Kann ich da eigentlich mal eben wegnehmen. Aber wir wollen mal schauen, ob wir jetzt eigentlich wieder... Was heißt wieder, aber Angebote haben. Ich habe immer noch keine Angebote. Ich kann dann die Tomaten mal eben wegbringen eigentlich, ne? Da bringe ich eben erst die Tomaten weg und mache dann die Abladefläche wieder frei. Wann sind eigentlich besser der beste Verkaufsmodus für Eier? Eier. Welche vorbei. November ist der beste, ja. Finden Sie gerade nicht. Bitte was? Wisst ihr, welche Taste zum Ballen rauswerfen ist? Ich finde sie gerade nicht. Funktioniert nicht. Y, glaube ich. Ist denn schon ein ganzer Ballen drin, ne? Ist voll gewesen. 3,5, sagt er, ja. Mach mal B, mach die mal an. Ist schon an. Ist schon an. Kannst du aber vielleicht versuchst du einfach. Ja, ich schau mal gerade. Ballengröße ändern. Wenn ich die Größe jetzt ändere, ändert er dann noch das andere? Nee. Habe ich auch schon mal versucht. Nee, er ändert gerade nichts. Kann ich noch irgendwie so einen letzten Rest hier einsammeln vielleicht? Er nimmt auch nichts auf gerade. Versuch mal neu anzukoppeln. Nee. Müssen wir vielleicht zurücksetzen. Ja, ich würde sagen, den müssen wir zurücksetzen eben. Nein, nicht verkaufen. Achso, nee, auf der Karte setze ich ihn ja zurück. Das ist die Ballenpresse. Zurücksetzen. Ja. Okay. Kannst du beim Händler wieder einsacken? Auch bei dem MF kann man Ballenpressen, das habe ich auch schon gemacht. War wahrscheinlich irgendein Fehler einfach. Aber konnten wir mit dem Rücken zurücksetzen, easy peasy beheben. Und jetzt bringen wir Salat und Tomaten weg. Die Frage ist, mache ich es wie Marvin und bringe den Bums hier vorne irgendwo weg? Ich glaube, beim Bäcker oder sowas macht er das immer. Oder fahre ich zum irgendwas de Fermière. Le Jardin de Fermière. Das ist da ganz hinten irgendwo. Wenn ihr den Raps abgeerntet habt, könnt ihr Sonnenblumen sehen. Ihr braucht auch ein neues Schneidewerk, aber das zahlt sich wieder durch das Sonnenblumenöl aus. Brauchen wir dafür ein anderes Schneidewerk für den Mähdrescher oder wie? Ja. Ja. Das stand ja auch kurz im Raum, dass wir zwischenzeitlich mal einen größeren Mähdrescher kaufen. Könnte ja immer ein größeres Schneidewerk einfach nur kaufen. Kriegen wir da denn ein größeres Schneidewerk dran? Also letztens hat einer geschrieben, es geht alles bei jedem dran und so war es eigentlich auch im 19. und ich würde behaupten, das hat sich auch nicht geändert. Okay, dann können wir das auf jeden Fall gerne mal versuchen. Also bei mir auf meinem Hof habe ich auch an einen kleinen Glas-Mähdrescher das größte Schneidewerk eigentlich dran gepappt. Auch ohne Probleme funktioniert. Ja, okay, dann können wir das ja auch machen. So, wir sind gleich da beim Jardin de Fermière und wir haben noch 168.000, aber wir haben ja auch noch nicht die Scheibenmenge gekauft. Mit dem größeren Mähwerk wird der Mähdrescher aber langsamer, habe ich gerade gelesen. Ihr dürft nicht ein zu großes Mähwerk kaufen. Ja, wenn das zu groß ist, war es im 19er zumindest oder dann langsamer. Ja. Das heißt, ihr müsst das schon noch ein bisschen aufpassen, welches ihr kauft. Also nicht das ganz größte. Das ganz größte. Weil dann ist die Power nicht mehr. Ja, dann ist euer Mähdrescher noch mit 2 km/h eventuell. Okay, das ist 2 km/h. Ich dachte, so ein bisschen was ist okay, aber 2 km/h ist dann vielleicht doch ein bisschen zu langsam. Es gibt auch einen Mod, da könnt ihr einstellen, mit wie viel km/h ihr zum Beispiel mähen oder sehen wollt. Habe ich auch bei mir drauf. So eine GPS-Mod oder wie? Da kannst du, wenn du die konfigurierst, kannst du einstellen. Die Arbeitsgeschwindigkeit, also wie zum Beispiel beim Mähdreschen ist es ja normalerweise 10 km/h. Aber wenn du das Schneidewerk dann kaufst von dem Mähdrescher, kannst du einstellen, mit wie viel km/h das maximal arbeiten darf. Habe ich bei mir zum Beispiel 15 km/h eingestellt. Okay, schau mal gerade, unser Deutz Mähdrescher hat 310 PS. Es gibt immer noch keine scheiß Angebote. Schneidewerke. Maispflücker. Aber Maispflücker ist halt nur für Mais, ne? Nee. Nein, unser Blumen. Maispflücker ist... Müssen beides. Wir so einen auch für die Sonnenblumen kaufen. Da würde ich auch einen größeren kaufen und nicht der dort angezeigt wird, was gerade auf kompatibel gedrückt hat. Okay, was gibt's denn da? Hier gibt's so ein, was ist das hier? Das sind 10 Meter. Ich würde den ersten Case oder so kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Arbeitsbreite der hat. Der erste Class. Der erste Case hat 6 Meter. Oder der in Holland dahinter. Auch 6. 6, 6. Kannst du mal machen. 6. 9 gibt's erst ab dem Class für 80.000. Bei 9 ist, ich glaube, ein bisschen sehr groß für uns. Aber weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Steht leider auch keine PS da. Ich dachte, ich kann gerade PS gerade einmal abchecken. Aber da steht nur die Arbeitsgeschwindigkeit und nicht die nötigen PS dafür. Bei den Schneidewerken genauso. Dieses Deutsch. Das Schneidewerk könnte man ja auch einfach ausleihen. Haben wir. Wäre ja auch kein Problem. Und testen, meinst du, ne? Ja, 7,6 Meter Schneidewerk geht, aber für 1,5 Meter muss man jetzt auch nicht unbedingt so einen Aufriss machen. 8,5 hätten wir hier in New Holland. Ja, das würde ich kaufen. Und hier, das finde ich natürlich ziemlich geil, ne? So 10,8 Meter, aber da könnte Probleme geben. Wenn ihr euch dann irgendwann ein ganz großes Schneidewerk kauft, kauft euch am besten das Case, weil da müsst ihr nicht so einen Transportwagen unter haben. Könnt ihr einfach auf- und zuklappen. Größte Case-Schneidewerk. Ah, der hier, ne? Mit 13,7 Meter.
Genau. Ja, das größte Schneidewerk ist von John Deere für 15 Meter. Aber das mit Case ist schon praktisch, finde ich. Doch, eine Motte habt ihr ein Schneidewerk, das hat 18 Meter. Okay, aber so groß können wir jetzt noch nicht stapeln. Wir haben ja gerade, was hatte ich gesagt? Wir haben gerade 6 Meter, glaube ich. 7,5 von Case. Oder New das Holland. 8,5 kaufen von New Holland. 8,5 von New Holland. Okay, es gibt auch ein 8,5 von Case für den gleichen Preis. Okay. Aber ich würde sagen, wir leihen das mal erstmal aus. Was sagt ihr? New Holland oder Case? Reicht noch nicht. Reicht jetzt noch nicht, weil das sind sonst unnötige Leihkosten, die wir haben. Reicht erst, wenn es nötig ist. Ja, wenn wir Raps ernten können, ne? Wann können wir denn Raps eigentlich ernten? Juni oder Juli Ernte sein oder so. Ist im Juli. Juli sogar erst. Dann können wir, na doch, wir können direkt wieder Raps drauf sehen eigentlich. Sonnenblumen wäre dann schon vorbei. Ja, es wird schwierig, irgendwie die Felder auf Sonnenblumen umzustellen, weil wir dann so lange könnte man leer laufen haben quasi. Sonnenblumen säen. Sonnenblumen säen ist im März. Im April auch noch? Im April auch noch, ja. Könnte man ja eine Wiese zu Sonnenblumen machen. Ja. Oder wir kaufen ein neues Feld. Gibt's denn bei uns noch? Weiß ja, glaube ich. Ja, die 35 vielleicht? 288.000, ey. Hatten wir mit Marvin halt auch überlegt, das kleine Feld machen wir, wenn da, also das vorne beim Hof, wenn dann zu Sonnenblumen. Ja, das könnte man machen. Aber dann können wir eigentlich auf den Feldern, wo jetzt Raps drauf ist, auch direkt wieder Raps sehen, ne? Brauchen ja wir auch eh für die Ölmühle. Ein Weizenfeld haben wir auch noch. Da kann auch wieder direkt dann im September Weizen drauf. Okay, gut. Der Plan ersteht. Kauft euch mal einen größeren Drescher. Ja, ist auch, würde ich sagen, planen wir. Aber großer Drescher ist halt schon, ne, ist nicht gerade günstig. Da müsst ihr wieder Cash rankriegen. Aber mal schauen, ne, wenn wir im Mai die Klamotten verkaufen, da könnt ihr auch durchaus der ein oder andere Groschen bei hängen bleiben. Dann nehme ich dann als Bezahlung mit. Was für Bezahlung? New Holland Schneidewerk. Achso, dann könnt ihr, wenn ihr genug Geld habt, den Drescher von New Holland kaufen wegen dem Schneidewerk. Ne, wir sollen ja, ja. Auch mal nicht unbedingt. Ich schau mal, also wenn, dann sollten wir schon einen Mähdrescher kaufen, mit dem man flexen kann unter Landwirten. Wie wir gelernt haben, flexen Landwirten mit John Deere oder Fendt. Beim Mähdrescher flext man mit Klaas. Okay, dann müssen wir uns einen Klaas kaufen. Ja, der kostet auch wieder so abnormal viel. Okay, wir schauen mal. So, wie schauen die Wiesen aus? Ich bin gleich fertig mit der zweiten mit Mähen. Okay. Ballenpressen läuft auch alles? Fast fertig. Fast fertig, perfekt. beim Mähdrescher flext man mit New Holland oder Klaas. Okay, ist das so? Ist das bei Landwirten so, dass New Holland auch eine flexbare Eigenschaft ist? Eigentlich eher weniger. Eigentlich eher weniger. Also da kam John Deere sogar noch davor. So, wir sind back. Ich kann mal eben die Klamottenkisten noch wegnehmen. Just in case. So, ich bin fertig mit Mähen. Nice. Sieht ja auch schon gut abgeballt aus hier quasi. So, Klamotten. Die andere Wiese war da hinten. Genau. Genau, einfach hier runter und dann auf der rechten Seite. Ja, und da, wie gesagt, mach mal so 4 Ballen oder 6 Ballen. Ich glaube, 4 Ballen müssen eigentlich reichen. Ja, mach mal 6, sicher, sicher. Mach mal 6 180 cm Ballen und den Rest dann wieder auf 150. Denke ich nicht. Check. Dann kann ich gleich einmal mit dem Ballenautoloader rumfahren und die Ballen einsammeln. Hier packen wir auch wieder alle Paletten auf und laden sie dann wieder ab, damit es auch schön ordentlich aussieht hier. Hallo. Ordentlich, habe ich gesagt. Verdammte Scheiße nochmal. Der Bums hier ist umgefallen. Ich kann probieren aufzurichten. Ist wahrscheinlich trotzdem aus dem Weg fahren für. Aufladen. Abladen. Schön. Und ordentlich. So, dann können wir mal nach den Eiern gucken. Ist das ein Mod, die Funktion mit dem Auto? Das ist eine Mod, ja. Ja? Kurz Wasser holen für Gewächshäuser. Soll ich machen oder machst du? Ach, du bist schon unterwegs. Ich bin schon. Check, check. Das ist eine Mod und zwar heißt die Mod das Rolland-Pack. Rolland-Pack, da gibt es ein paar Anhänger dabei. Und hier vorne. Die beiden Anhänger sind die Autoloader, Paletten-Autoloader. Paletten, das waren die Ballen-Autoloader. Der Paletten-Autoloader ist der Strautmann. Ach so, das ist der Strautmann. Ah, okay, sorry. Okay, das hier sind die Ballen-Autoloader beim Rolland-Pack. Ich finde aber, das Rolland-Pack ist eine ziemlich geile Mod, weil da auch noch ziemlich viele andere geile Anhänger dabei sind. Und das hier ist der Anhänger, den wir gerade nutzen. Der Strautmann SEK 802 Pellet-Autoloader. Ja, da gibt es auch noch mehr Mods. Da gibt es größere Autoloader-Anhänger, falls ihr viele Paletten auf einmal transportieren müsst. Also mehr als 4. Ja. Aber ich finde, da passt eigentlich so für den normalen Gebrauch schon alles drauf. So, jetzt sollen wir mal eben die Eier hier nochmal ordentlich aufladen. Wir müssen eigentlich mal noch mehr Hühnerställe bauen, Alter, weil, also, cashmäßig machen die Hühnerställe richtig Sinn. Gerade so ein voller Hühnerstall, der immer auf 100% Gesundheit ist, da kommen so gut Eier raus und die Eier bringen auch echten Cash. Im Vergleich zu diese Gewächshäuser, richtiger Pimmelkram. Die Wolle musst du doch bringen, oder? Die hatten wir, glaube ich, gleich am Anfang gebracht, oder? War das letzten Monat.
War letzten Monat, glaube ich. Kann auch dann, gerade, aber noch der Anhänger müsste noch da sein. Ich sag ja, wir brauchen Eier. Eier. Dann düsen wir mal eben los. Na? Ja, stimmt. Da stehen Paletten. Das war ja jetzt gut geworden, Alter. Hätte ich erstmal den gleichen Fehler gemacht wie ihr letztes Mal, dann hätte ich ja... Das war geplant, das war kein Fehler. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Denn wahrscheinlich dürfte dadurch mindestens eine Spinnerei leer gelaufen sein. Nichts Dramatisches. Nur für mich wäre es dramatisch gewesen, weil ich habe halt rumgemeckert. Und wenn ich es dann einen Monat später dann selber wieder vergesse, dann ist halt, ne? Halt haben die Spinnereien. Und hier auch nochmal. Also danke für den Hinweis mit der Wolle. 1, 2, 3. Ich muss mehr Lolle... Mehr Wolle loswerden. Ein Lachs noch, komm schon. Komm, Baby. Jetzt gib doch was ab hier, Junge. Zu wenig? Mehr? Ja? Ein noch? Ja, jetzt wird's zu viel, jetzt wird's zu viel. Den Rest bei der anderen Spinnerei uploaden... haben wir. Okay, jetzt muss eigentlich nur noch... Wir könnten nochmal eben mit dem Ballen-Autoloader die rumliegenden Ballen einsammeln. Wäre vielleicht auch eine Maßnahme. Können wir eigentlich mal eben machen? Mach ich gerade schon. Und dann auch den Honig vom Trigger nehmen. Ja, es gibt einen Mod, wo der Trigger größer ist. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber der Honig lohnt sich ja. Aber eigentlich ja, genau. Es bringt halt gate-technisch halt eigentlich so überhaupt nichts. Deswegen ist es, ich mache das jetzt auch nicht. Ich fände es cool, wenn man wirklich so richtig imkern könnte. Wenn Honig auch irgendwie zumindest so ein kleines Zubrot bringen würde. Oh, du bist schon unterwegs mit dem Ballen-Autoloader? Ja, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber egal. Ja, das, ja. Aber ist ja das geil, also worauf wir auf jeden Fall warten, was, ich weiß nicht, ob das kommt, aber eine Mod mit Ziegen, die Mod Schafe. Ich wollte ich mich halt auch schon mal ausmachen. Das wäre richtig geil. Für Milch oder Wolle, wie auch immer. Wolle wäre unrealistisch bei Ziegen, aber Hauptsache, dass es Ziegen da sind, mit denen man irgendwas machen kann. Da wollte ich eine Map selber erstellen. Das ging komplett nach hinten los. Ich habe mal ein bisschen rumgepimmelt mit Bots, damals für ein MMO, das ich gezockt habe. Aber das war auch, Junge. Eigentlich hab mir das einfacher vorgestellt. Ja. 37 Monate, 40 Monate, 50 Monate und die Hähne sind auch schon 44 Monate alt. Okay, was sagt man so? Fast 4 Jahre alte Hühner, ist das noch okay oder ist das langsam schon ein bisschen ausgelutscht? Ich habe keinen Plan. Gibt es sowas wie Hühnerjahre, so wie Hundejahre? Ein Hühnerjahr sind 12 Menschenjahre oder so? Habe ich auch noch nie durchgeblickt, was das... Keine Ahnung. Ich habe hier Reproduktion 50% und bei anderen habe ich 0%. Das liegt wahrscheinlich daran, wie gut... das ist der Fortschritt. Nicht wie weit sie sind, bis ein neues Tier gibt. Aber Hühnerstall ist eh voll, also macht das keinen... Legehennen legen ein Jahr lang täglich ein Ei. Anschließend werden sie vergast. Was ein Leben. Okay, wir lassen das so. Hühner werden so 5 bis 10 Jahre. Ja, dann sind die ja doch hier mitten im Saft, Alter.